Hallo und willkommen zu einer weiteren Runde Sapristi. Nachdem in 1958 Kohle an Bord erschienen war, hatte Hergé Mühen, sich für ein Fortsetzungsthema zu entscheiden. An Ideen und Vorschlägen mangelte es nicht, doch es schien, als ob der Macher von Tim und Struppi von einem tiefen Bedürfnis beseelt war, aus den klassischen Erzählstrukturen und Handlungsbahnen auszubrechen. Dies war möglicherweise ein unterbewusstes Motiv, das seine damalige Lebenssituation reflektiert. Etwas, worauf wir in dieser Episode noch eingehen müssen. In jener Zeit stieß ein neuer Mitarbeiter zum Team, ein echter Tausendsasser und ein zu jenem Zeitpunkt bereits erfahrener Cartoonist und Storyautor, Michel Regnier, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Michel Grec oder Grec. Regnier hatte bereits mit Franquin bei Spirou gearbeitet und später auch mit Uderzo und Goscinny. Da er sich zuerst als reiner Cartoonist einen Namen machte, bestanden viele seiner Gigs darin, für andere Zeichner nur reine Gags zu zeichnen und zu skizzieren. Er und Hergé müssen sich bereits lange gekannt haben, denn Regnier zeichnete schon seit den späten 30ern professionell, auch wenn er erst in den 50er Jahren echte Erfolge verbuchte. Später sollte er für 8 Jahre auch der Herausgeber des Tintin-Magazins sein. Dies ist auch insofern interessant, als dass Gregs Einfluss auf das Tintin-Magazin durchaus bemerkenswert ist, gerade wenn wir uns das Jahr 1958 oder 1959 anschauen und hierbei die Titelseiten des Magazins betrachten, wird deutlich, dass hier zwar noch immer der von Hergé vorgeschriebene Linclair-Stil geprägt wird, doch zunehmend sich auch andere Zeichen- und Malmethoden einschleichen. Unter der Ägide von Grec sollte sich später das Magazin weitgehend von Linclair entfernen. Tintin selbst ist zu diesem Zeitpunkt von den Titelseiten des Tintin-Magazins weitgehend verschwunden. Nur beim Auftakt von Tim in Tibet bekommt er noch einmal die Titelseite. Allerdings bleiben Tim und Struppi weiterhin die wichtigen Feiertage vorbehalten, allem voran Weihnachten und Ostern. Einige dieser Grafiken haben einen Charme, der die Zeit überdauert hat, während andere etwas unmotiviert anmuten und nicht besonders gut sind. Tintin wird nun auch häufig der Botschafter von allerlei kommerziellen Anliegen und verkommt im Tintin-Magazin zu einer Art fiktiven Influencer und Werbeträger. In jener Zeit, mit der sich diese Videoepisode beschäftigt, arbeitete Grec an der Seite von Jacques Martin an allerlei Kleinaufträgen im Studio Hergé. Jenseits der eigentlichen Tim- und Struppi-Bände gab es unentwegt allerlei kommerzielles Material zu erstellen, Merchandising und allerlei Sammelobjekte. Man darf nicht denken, dass das alles immer nur Hergé zeichnete. Dafür hatte er nun dieses große Studio, damit er nicht jeden Werbeaufkleber mit Tintins Kopf selbst machen musste. Grec zeichnete allerdings nicht an Tintin selbst mit, das war etwas jenseits seiner Kragenweite als reiner Zeichner, doch er unterstützte die Projekte inhaltlich. Es scheint, dass Hergé ihn mochte und somit Wege suchte, Michel Regnier zu beschäftigen. Eines dieser Projekte war Le Thermo Zero. Am Anfang war ein Sujet mit dem Titel Le Pilule, zu Deutsch die Pillen, aber auch mit dem alternativen Titel La Boîte de Pandore, die Büchse der Pandora.
das Hergé wohl in 1957 schrieb. Es beginnt mit einem Unfall, rätselhafte Pillen sind im Spiel, ein verletzter Deutscher, ein Krankenwagen, Tintin ermittelt. Offensichtlich war das eine Rückkehr zu der klassischen Tätigkeit eines rasenden Reporters erneut vor der Kulisse des Kalten Krieges. Hergé hatte schon Ende 1957 einen spekulativen Artikel in Marie France gelesen, geschrieben von Philippe Labro mit dem Titel La peur qui vient du futur, die Angst vor der Zukunft. Das zentrale Stichwort hier war Radioaktivität und damit sollte sich Tintin in gewohnter, rasanter Manier beschäftigen. Dies wäre in der Tat ein sehr zeitgemäßes Thema in jener Zeit gewesen, in der die Großmächte begonnen hatten, Atomwaffen herzustellen. Hergé übte sich nun auch in der Fähigkeit, seine Arbeitsweise zu verändern, etwas, das sicherlich seiner Gesundheit zuträglich sein würde. So übergab er die Idee erstmal an Greg mit dem Auftrag, sie weiterzuentwickeln. Etwas, was bis dahin Hergé nie oder sehr selten getan hatte. Basierend auf den Resultaten hatte Hergé später 8 Seiten der Geschichte skizziert und teilweise bereits Bleistiftzeichnungen angefertigt. Allerdings gab er das Projekt schon bald auf. Am Ende konnte er nicht so gut über den eigenen Schatten springen und eine Geschichte zeichnen, die komplett jemand anderer geschrieben hatte. In der Zwischenzeit begann dann die Arbeit an Tim in Tibet. Für Hergé kehrte Thermo Zero erst Ende 1959 zurück auf den Tisch, als er erneut erwog, die inzwischen von Greg fertig geschriebene Geschichte umzusetzen. Es hätte eine aufregende Geschichte werden können. Es ging um deutsche Spione, britische Wissenschaftler. Die Reise ging auch in das noch immer recht zerbombte Berlin, der Nachkriegszeit zerteilt in Besatzungszonen. Also all das, das Hergé nun für Tintin anstrebte, um ihn zeitgemäßer zu machen, um ihn zu verjüngen. Doch Hergé gefiel die Idee nicht, die nächsten 12 Monate mit einer Arbeitsweise zu verbringen, die jemand anderer ihm vorgab. Er fand, dass bei seiner Art, Tim und Struppi zu erschaffen, immer ein Element des Ungewissen bestanden hatte, da er nie die Drehbücher zu Ende schrieb, sondern zumeist nur 5 oder 10 Seiten voraussah. Diese Art von Spontaneität scheint Hergé wichtig gewesen zu sein, aber sie reflektiert letztendlich auch, wie Hergé die 30 Jahre zuvor gearbeitet hatte, als Autor von Fortsetzungsgeschichten, die in kleinen Segmenten von 4 bis 6 Bildern in der Zeitung erschienen waren. Er mochte über die Jahre konzeptionell gereift sein, doch ganze Monate damit zu verbringen, in einer vorgegebenen Furche zu marschieren, ging ihm dann doch etwas zu weit. Denn Gregs Thermo Zero war eine ausgeklügelte, komplexe Geschichte, die eben keine nachträgliche Veränderung mehr erlaubte, da sonst die ganze Story drunter gelitten hätte. So landete dieses Projekt in der Schublade. Ich möchte an dieser Stelle zum ersten Mal auf die Arbeit von Pasticheuren kommen, etwas, das Moulin Sarr nicht so gerne sieht. Der Kanadier Yves Rodier hatte sich darauf spezialisiert, den Skizzen und abgebrochenen Projekten von Hergé einen fertigen Anstrich zu geben. Hier ist also seine erste Seite von Tintin et le Thermo Zero, gezeichnet von Yves Rodier, koloriert von Henri Blüm. Hergé träumte in diesen Monaten auch davon, noch einmal Tintin nach Nordamerika zu entsenden und das Thema der amerikanischen Ureinwohner, also der Indianer, erneut aufzugreifen. Inzwischen verband ihn ja eine tiefe Freundschaft mit Vater Gall, einem Zisterziensermönch, der zugleich ein Fachmann für Indianersprachen war und bei ihnen viele Jahre gelebt hatte. Hergé wandte sich an ihn mit seiner Idee, die sich um Indianerreservate und Enteignung durch gierige Erdölunternehmen drehen sollte. Der MacGuffin dieser Geschichte hätte eine Friedenspfeife sein sollen, die Tintin in einem Museum entdeckt. Vater Gall schrieb sogleich einen 5-seitigen Aufsatz mit allerlei reizvollen Details und Anekdoten aus dem Leben dieser Indianer, die Hergé helfen sollten, die gewohnte Authentizität zu erreichen. Aber auch aus diesem Projekt wurde nichts. Letztendlich war die ganze Idee sehr redundant und besaß Motive, die wir bereits bei Tim in Amerika und beim Arumbaya-Fetisch gesehen haben. Traditionell gibt es bei Hergé-Biografien die nachvollziehbare Tendenz, zwischen den Arbeiten an den Comicheften und der persönlichen Lebenssituation Hergés Parallelen zu ziehen oder zumindest nachzuweisen, dass hier das eine von dem anderen reflektiert wurde.
Die Jahre 1958 bis 1960 sind da wahrhaftig keine Ausnahme. Hergés Unentschiedenheit bezüglich der Wahl des nächsten Tintin-Themas wird sehr häufig analog zu seiner Unfähigkeit gestellt, seine private Lebenssituation aufzulösen. Hergés Verhältnis zu Fanny Vlaminck war im Studio Hergé alles andere als ein Geheimnis und wurde sichtlich als die Midlife-Crisis eines Mannes gedeutet, der nun etwas in die Jahre gekommen war. Dass Fanny in dieselbe Schulklasse gegangen war wie die Tochter von Hergés altem Freund Paul Jamin, machte die Sache nicht weniger pikant. In Hergés Bekanntenkreis blieb das nicht unerwidert und viele Leute hielten zu Hergés Frau Germain Quiquens. Einige waren über die Tragweite der neuen Beziehung, die offensichtlich keine Affäre mehr war, recht schockiert. Sie waren von ihrem großen Bruder Hergé, der ansonsten so sehr für seine Geradlinigkeit bekannt war, sehr enttäuscht. Viele neigten also eher dazu, Germain zu trösten und Hergé zu meiden. Nach fast 2 Jahren begann Germain auch der Kragen zu platzen. Sie fing an, sich in ihrem Umfeld Luft zu machen und schimpfte ungezügelt los. Das war natürlich ein empfindliches Thema, denn Hergé war zu jenem Zeitpunkt letztendlich eine öffentliche Person, heute würde man sagen eine Celebrity. Doch wer kann es Germain verübeln? Pierre Azulin schreibt, dass sie mehrmals gerufen haben soll, wäre es ein Filmstar oder sowas, gut, das könnte ich hinnehmen, das hätte seinen eigenen Flair, aber eine kleine, unwichtige Koloristin aus dem Studio? Für Fanny Vlaminck war die Situation nicht minder unangenehm. Das führte dann sogar dazu, dass sie im Studio Hergé kündigte und sich eine andere Stelle suchte. Hergé war schon in der Vergangenheit untreu gewesen und Altersunterschiede waren auch zuvor ein Thema. Zugleich war er in solchen Situationen aber stets von seinen katholisch eingebläuten Schuldgefühlen geplagt. Nun, mit Fanny wollte er es anders machen und bemühte sich darum, Germain gegenüber offen über sein Verhältnis zu Fanny zu sprechen. Das ging nicht unbedingt gut. Germain kannte Hergé in- und auswendig und benutzte seine Gespräche nur, um ihn zu reizen und seine Fähigkeit zu massiven Schuldgefühlen anzuheizen. Das Thema war natürlich etwas komplexer als die unmittelbare Untreue. Pierre Azulin schreibt, dass sogar dem inneren Freundeskreis von Hergé und Germain über die Jahre aufgefallen war, wie unwillig, aber vielleicht auch unfähig sich Germain erwies, wenn es darum ging, mit Hergés Ruhm und Aufstieg Schritt zu halten. Sie verweigerte sich den neuen, mondänen Herausforderungen, die Hergés Job mit sich brachte. Bankette, Empfänge, irgendwelchen Ministern die Hand zu schütteln, auf Comic-Conventions zu gehen. Sie war zwar immer wieder mal dabei, aber es war nicht ihre Welt und manche beschrieben sie in ihrer Verweigerung auch als recht trotzig. So wurde sie mehr die Ehefrau im Hintergrund, die Hausfrau. Hergé kam zu allerlei Anlässen häufig allein oder vermutlich mit der einen oder anderen Koloristin am Ellbogen, wie es letztendlich die Konvention verlangte. Man kann sich also denken, dass da schon lange vor dem Erscheinen von Fanny diverse Risse in der Wand bestanden haben. Wobei natürlich Germains selbst erwählte Rolle, als eine Hausfrau Hergé zu bemuttern, etwas war, das Hergé gut tat, insbesondere in den schwierigen Jahren zuvor. Und es war etwas, auf das er nicht verzichten wollte. Er fand die heimelige Welt mit Germain nicht langweilig oder verkehrt, das passte ihm sehr gut. Aber er liebte es, genauso ein Star zu sein und Gratulationen entgegenzunehmen, in dieser anderen, grellen Welt mit einer umwerfenden Frau an seiner Seite zu existieren, war natürlich etwas, dem er nicht widerstehen konnte. Das ist natürlich die älteste Geschichte der Welt, die nicht nur für Männer, aber auch für Frauen gilt, dass einige eher 2 Partner bräuchten, um einen alten Schlager von Rudi Schurike zu zitieren, den einen fürs Ausgehen, den anderen fürs Nachhausegehen. Interessant ist daran allerdings, dass die Dinge so nicht angefangen haben. Damals, fast 30 Jahre zuvor, als Norbert Vallès Germain mehr oder weniger in die Arme von Georges Remy drängte, waren die Rollen doch eher anders verteilt. Am Anfang der 30er war Germain die belesene, an der Welt interessierte junge Dame und Hergé war ein schüchterner, leicht verbohrter junger Mann, der nichts über die Welt wusste und kaum Bücher gelesen hatte. Sie war es, die ihn in Ausstellungen nahm und ihm Filme im Kino zeigte. Vermutlich häufig etwas besorgt, die Leute würden eher denken, sie gehe mit ihrem jüngeren Bruder aus. Sie wollte ihr ganzes Leben lang Madame Hergé sein und war stets davon ausgegangen, dass die Ehe zwischen den beiden unzerstörbar war. Es ist fast ein Klischee, aber so war es damals nun, dass Hergé gerade in dieser Zeit, aufgespannt zwischen 2 so unterschiedlichen Frauen, sein Interesse stark in die Richtung von fernöstlicher Philosophie, Spiritualität und Meditation lenkte.
Diese Jahre markieren seine Abkehr von den dogmatischen und ideologischen Aspekten des Katholizismus und des Christentums im Allgemeinen. Es wird berichtet, dass Hergé sich in diesen Jahren mit seinen Schuldgefühlen durchaus quälte. Nicht jeder sieht es mit demselben Mitgefühl. Von manchen wird es als kapriziöses Getue eines weiteren untreuen Ehemanns empfunden, die natürlich gerne tun, als wären sie die eigentlichen Opfer. Aber vermutlich wird da durchaus eine Prise Wahrheit drinstecken, denn Hergés Treuebegriff, ein zentraler Gedanke der Boy-Scout-Kultur und seiner katholischen Erziehung und damit auch der wahre Markenkern von Tim und Struppi, rieb sich hart an der Tatsache, dass Hergé nun in einer Dreiecksbeziehung steckte. Wie ernst man dies nun als Außenstehender nehmen möchte, das bleibt letztendlich dir überlassen. Hergé hatte eine Faszination für Tibet, die viele Jahre zurückging. Er hätte schon vor langer Zeit gerne Tintin nach Tibet geschickt, doch es hat sich nie ergeben. Als er nun das neue Buch Sur la piste de bêtes ignorées seines Freundes Bernard Euvelmont las, fühlte er, als ob der damals populäre Topos des Schneemenschen, des Yeti, eines rätselhaften Lebewesens, halb Affe, halb Mensch, den roten Faden darstellen könnte, der sich durch die Geschichte zog. Doch der Yeti sollte bei Hergé eben kein bösartiges Monster sein, das nach Menschenfleisch lechzte, wie ihn westliche reißerische Boulevardpresse damals zu stilisieren versuchte, sondern ein gutmütiger, missverstandener Riese. Wir hatten bereits ein ähnliches Motiv in Die Schwarze Insel, als Tintin auf der schottischen Insel mit Ranko, dem wütenden Gorilla, zusammenstößt, jedoch erkennen kann, dass das Tier in Wirklichkeit gutmütig ist. Tibet war damals ein durchaus populäres Thema, denn als einer der letzten weißen Flecken auf der Landkarte faszinierten diese fünf Buchstaben die Leser in der ganzen Welt. So hatte Hergé keine Mühen, umfangreiches Material zum Schmökern zu finden. Allem voran die berühmten 7 Jahre in Tibet von Heinrich Harrer, aber auch die Schriften der Belgierin Alexandra David-Neel, die man zu Recht als eine der faszinierendsten Forschungsreisenden des 20. Jahrhunderts ansehen kann. Eine Frau, die 1924 auf eigene Faust die verbotene Stadt Lhasa bereiste, fließend Tibetisch, Pali, Sanskrit und Hindi sprach und ihre gesamte Karriere als Reiseschriftstellerin erst im Alter von 45 Jahren begann und schließlich 100 Jahre alt wurde. Sie wurde 1868 geboren und war, als Hergé Tim in Tibet zeichnete, noch immer am Leben. Sie starb 1969. Während der Arbeiten an Tim in Tibet landete ein gänzlich anderes Thema auf Hergés Arbeitstisch. Ich möchte dazu einige Zeilen aus Philippe Godins Die Kunst von Hergé, Band 3, lesen. Unterdessen schrieb Raymond Leblanc, der auf dem Weg nach Hollywood war, eine typisch rätselhafte Notiz an Hergé. Ich bin der festen Meinung, dass auf Tim große Dinge warten, und ich möchte Ihnen mitteilen, wie glücklich und stolz ich bin, daran beteiligt zu sein. Sicherlich gibt es auf dem Weg zum Erfolg noch Hürden zu überwinden, aber letztendlich bin ich überzeugt, dass die kleinen Belgier die Welt erobern werden. Er bezog sich auf das von ihm gehegte Projekt mit Belvision, der von ihm mit der Zustimmung Hergés 1955 gegründeten Filmproduktionsfirma zur Herstellung von Zeichentrickfilmen. Er suchte nach Partnern in den USA. Nach seiner Rückkehr lud er Hergé zu einer Privatvorstellung von 2 Probefilmen ein, die in den USA gemacht worden waren: Objective Moon und Sabotage in Space. Leblanc und sein Mitarbeiter Michel Regnier alias Greg, die in Brüssel für das Projekt verantwortlich waren, mussten zusehen, wie Hergé vor dem Ergebnis zurückschreckte. Die Studios in Kalifornien hatten es fast geschafft, den von ihm kreierten Charakter zu zerstören. Am 5. November schrieb Hergé an Leblanc und mahnte Vorsicht an. Er fügte eine Liste von Punkten über seine Meinung zu dem Filmprojekt bei. Dies berührt also das leidliche Thema der Verfilmungen, dem ich mich peripher auch hier in dieser Videoreihe werde stellen müssen, ohne mich daran jedoch abarbeiten zu wollen. Denn ich muss hier vorausschicken, dass ich kein großer Fan der Verfilmungen bin, wenn ich auch den immensen Arbeitsaufwand respektiere, der in diese Projekte über die Jahrzehnte hineingeflossen ist. Ich kann sehr gut die Dichotomie verstehen, die Hergé da erfasste. Denn einerseits war es stets sein großer Traum gewesen, Tintin angemessen auf einer großen Leinwand zu sehen, doch zugleich verstand er sehr gut, dass die reine Übertragung der Geschichten von einem Medium auf ein anderes extrem problematisch ist, da man damit einen beachtlichen Teil des Alleinstehungsmerkmals einbüßt. Dieses Vakuum müsste damit etwas gefüllt werden, das nicht minder aufregend und ästhetisch qualitativ ist.
Versäumt man dies aber, und ich bin der Meinung, gerade die Zeichentrickverfilmungen haben es weitgehend versäumt, bekommt man am Ende einen ordentlichen, aber nicht allzu herausragenden Zeichentrickfilm. Und Hergé fürchtete bei Tintin nicht so sehr wie Durchschnittlichkeit. Bernard Heuvelmont wurde bei Tim in Tibet erneut Hergés primärer Ansprechpartner, denn Hergé schätzte seinen Sinn für Humor und Hergé verstand, dass Tintin in Tibet natürlich nicht humorlos bleiben durfte. Zugleich hegte Hergé die tiefe Absicht, einen Kontrast zu dem vorangegangenen Band Kohle an Bord zu schaffen. Kohle an Bord war wie eine Werkschau auf die Tintin-Welt. Es war eine Orgie des Wiedersehens mit allen nur erdenklichen Handlungspersonen der Vergangenheit. Doch diesmal sollte die Stimmung eine andere sein. Nur Haddock und Struppi sollten Tim zur Seite stehen. Wir begegnen zwar Professor Beanland, doch nur kurz im Vorbeigehen. Auch auf die Schulzes werden wir diesmal verzichten müssen. Und so begann Hergé seine Arbeit an Tim in Tibet und schuf damit einen der am meisten diskutierten Tintin-Bände, sichtlich aber ein Heft, das neben Das Geheimnis der Einhorn und Schritte auf dem Mond am meisten in die Pop-Art eingegangen ist und visuell am meisten zitiert wird. In vielerlei Hinsicht ist Tim in Tibet damit ein Band, der ein wenig abseits von den anderen Geschichten steht und seinen eigenen Platz hat. Erwähnung verdient auch Hergés Begegnung mit dem C.G. Jung-Schüler Franz Ricklin. In der Zwischenzeit wurde Raymond de Becker aus dem Gefängnis entlassen, wie die meisten Anciviks. Sein lebenslanges Publikationsverbot blieb jedoch aufrecht. De Becker zog deshalb nach Paris, wo das nicht galt, wohin Hergé immer wieder besuchte und auch finanziell unterstützte. Als sich ihm Hergé mit seinem inneren Zerwürfnis wegen Germaine und Fanny anvertraute, empfahl ihm de Becker Therapiestunden mit dem namhaften Genfer Therapeut Franz Ricklin. Raymond de Becker hatte selbst während seiner Haftzeit die Faszination für C.G. Jung entdeckt, insbesondere im Kontext von Buddhismus und der Reinkarnation. Es war nicht schwer, damit Hergés Aufmerksamkeit zu erlangen. Carl Gustav Jung war übrigens in jenen Tagen noch am Leben, nahm er aber schon lange keine Patienten mehr an. Hergés Begegnung mit Ricklin war kurz und gelinde gesagt ein wenig bizarr. Hergé erzählte dem Psychiater von seinen Problemen, aber auch von seinen Träumen, die ihn in jenen Monaten beschäftigten. Es waren Träume von weißen Flächen, aber auch weißen Wänden. Es ist die Rede von einem lebenden Pferdekopf, der aus einer weißen Wand herausragt. Ricklin erklärte Hergé, er solle sofort mit seiner Arbeit an Tim in Tibet aufhören und grundsätzlich eine lange Auszeit nehmen, in der er sich seinen Dämonen stellt. Es ist die Rede von einem Dämon der Reinheit, den Hergé in sich selbst zu töten habe. Wir befinden uns also weit weg von jeglicher Psychotherapie freudscher Art, was doch ein wenig ironisch ist, gemessen daran, dass das eigentliche Problem, also Hergés Liebe zu einer Frau, die seine Tochter sein könnte, derartig freudianisch ist. Man muss da schon darüber schmunzeln, welche Verrenkungen dieser Männer fähig sind, um sich nicht die unmittelbarsten Fakten über ihren eigenen Sexus eingestehen zu müssen. Und Hergé zu raten, nicht mehr an Tim in Tibet zu arbeiten, war eindeutig eine Empfehlung, die der Künstler nicht beherzigen würde. Und dafür sind wir alle dankbar. Hergé ignorierte die Empfehlungen des Fachmanns und bewies damit einmal mehr seine legendäre Dickköpfigkeit. Man kommt allerdings nicht daran vorbei, hier Parallelen zu der Geschichte zu ziehen, die er gerade kreierte. Denn darin ist Tim ebenfalls äußerst hartnäckig und schlägt rationale Warnungen in den Wind, besessen von der Vorstellung, dass sein verschollener Freund Chang noch immer lebt. Tim in Tibet beginnt ganz gediegen. Tim, Struppi, Haddock und Professor Beanline befinden sich im gemeinsamen Urlaub. Natürlich könnte man sich fragen, weshalb Leute, die im Schloss Mühlenhof leben, denn so dringend einen Urlaub brauchen, den sie auch noch gemeinsam verbringen. Doch das hieße möglicherweise, dieses Comics-Format gedanklich etwas zu überstrapazieren. Es gibt hier aber einige tintinologische Details, die dem alltäglichen Leser kaum auffallen. Zum einen befindet sich die Hotel- und Erholungsanlage in Vargès, das wiederum ein fiktiver Ort ist, von Hergé ausgedacht. Dieser Kurort soll sich in den französischen Obersavoyen bzw. Hochsavoyen befinden, also unweit der Grenze in die Schweiz und vermutlich nur ein paar Kilometer von Genf entfernt. Tim geht mit dem etwas murrenden Struppi in die Alpen kraxeln, während Haddock viel lieber im Tal auf der Hotelterrasse im Hotel zu Spitze einen Tee oder Kaffee genießt und dabei die Zeitung liest. Dass es Vargès sein soll, erfahren wir in der ursprünglichen Ausgabe im Tintin-Magazin gleich im ersten Bild, eine Art filmischer Establishing-Shot, der eine Werbetafel am Straßenrand zeigt, mit dem Ort im Hintergrund.
Dieses Bild ist eines der allerwenigsten, die dann später für die Publikation bei Castamont der Schere zum Opfer fielen. Tintinologisch interessant ist daran, dass Hergé bereits einmal Vargès benutzt hatte. Er hatte es schon 4 Jahre zuvor erfunden für die stark überarbeitete Version des letzten Bandes von Yo, Yette und Yoko mit dem Titel Das Tal der Kobras. Dass es sich um Vargès handelt, erfährt man in der Bandausgabe von Castamont theoretisch auch, zumindest bei genauerem Hinsehen. Da wird einige Bilder später das Bild eines Briefkuverts gezeigt, der Tim ins Hotel nachgeschickt wurde. Die deutsche Ausgabe hat hier unnötig geschlampt und zeigt hier den Umschlag mit einer Druckschrift, die zwar das Hotel und Vargès erwähnt, aber sinnloserweise die Labradorstraße 26 beinhaltet. Das ergibt absolut keinen Sinn. Sieht man sich das französische Original an, erkennt man, wie herrlich authentisch Hergé die Sache löste. Der Brief kam also erstmal beim Postamt in Brüssel an, wurde von dort nach Moulinsart, also nach Schloss Mühlenhof, weitergeschickt und von dort in das Hotel des Sommets. Und daraus könnte man ja theoretisch auch den Gedanken extrahieren, dass Chunk, der Absender des Briefs ist, keine Ahnung hat, dass Tim inzwischen von der Labradorstraße in das Schloss Mühlenhof umgezogen ist. Okay, das ist alles ultra nerdiges Zeug, denn es hat absolut keinen Einfluss auf die Handlung der Geschichte. Ansonsten war hier Hergé an einem Punkt angekommen, an dem die Seiten im Tintin-Magazin und die Buchausgabe später, wie wir sie alle kennen, weitgehend identisch sind. Winzige Details fallen auf, die mehr mit ästhetischer Laune einhergehen. So hat der Wandertourist mit der Pfeife im Mund im Band einen roten Pullover, während es in der Erstversion ein dunkelgrüner Pullover ist. Und die gelbe Fassade hinter ihm war ursprünglich unbeschriftet und erst später erhielt sie den Schriftzug des Hotels. Ich musste einmal etwas schmunzeln, denn Hergé war in dieser Ära so bemüht, Tim zu verjüngen und mehr hip zu machen, aber Urlaub mit dem alten Kapitän in einem gediegenen Alpenhotel zu verbringen, ist ja nicht gerade hip, sondern ziemlich konservativ. Ein Widerspruch, der bei Hergé selbst allerdings wie Faust aufs Auge passt, denn er selbst wollte sich ständig verjüngen, blieb aber letztendlich ein sehr gesetzter, fast kleinbürgerlicher Mann. Ich dagegen mag das. Ich wünschte, es gäbe einen Tintin-Band, der sich nur im Hotel zur Spitze abspielt und in dem nichts Besonderes passiert, das nur am Rande. Die Vorgeschichte nimmt auch Anleihen beim Mystizismus und Parapsychologie. Haddock macht Tim mit einem aktuellen Zeitungsartikel bekannt, wo berichtet wird, dass in Nepal ein Flugzeug abgestürzt sei und die Passagiere alle als verloren gelten. Nach dem Essen spielen Haddock und Tim im Speisesaal eine Runde Schach, doch Tim nickt dabei ein. Witzig ist dieses kleine Detail, ein sehr typischer Mikro-Gag von Hergé. Man beachte die ältere Dame, die im Hintergrund strickt und sich kurz mit der Stricknadel die Kopfhaut kratzt. Klassisch Hergé. Nun folgt das berühmte Chunk-Erwachen. Tintin hatte offensichtlich von seinem Freund Chunk geträumt, den er damals, 15 Bände zuvor, aus den Fluten des Yangtze-Tiang gerettet hatte. Tintin erwacht inmitten des Speisesaals von seinem Albtraum und schreit ganz laut Chunk. Was folgt, ist ebenfalls ein klassisches Hergé-Bildkonzept, diesmal ein Halbseiter, der die eine Sekunde festhält und damit auch all die Reaktionen. Auch klassisch inmitten dieses epochalen Durcheinanders, ganz unberührt, Professor Bienlein. Der kriegt nichts davon mit, denn er ist ja bekanntlich ein kleines wenig schwerhörig. In seinem Albtraum hatte Tim seinen Freund Chunk gesehen, wie er sterbend im Schnee liegt und um Hilfe ruft. Am nächsten Morgen kommt Tim in den Speisesaal, um mit dem Kapitän zu frühstücken. Hier kommt der bereits erwähnte, nachgesandte Brief aus Hongkong ins Spiel. Darin erfährt Tim, dass Chunk per Flugzeug unterwegs nach Europa ist. Wir erleben hier ein Wechselbad der Gefühle, denn Tim ist zuerst euphorisch über eine Aussicht auf ein Wiedersehen mit seinem chinesischen Freund. Doch dann kommt eins und eins zusammen und es wird klar, dass Chunk an Bord der Maschine war, die 2 Tage zuvor in Nepal abgestürzt ist. Es folgt ein emotionaler Zusammenbruch. Tim in Tibet ist schließlich auch dafür bekannt, dass es hier 2 Stellen gibt, an denen Tim weint. Beide Zeichnungen sind in die Pop-Art eingegangen und werden häufig in Internet-Memes verwendet, insbesondere wenn irgendwo auf der Welt etwas Schlimmes passiert. Doch Tim besinnt sich darauf, dass mehr im Gange ist, denn er weiß, dass er von Chang geträumt hatte, zu einem Zeitpunkt, als er noch gar nicht wusste, dass dieser an Bord der abgestürzten Maschine war. Daraus schöpft er neue Hoffnung und Energie. Der Kapitän ist da weniger zuversichtlich und ist der Meinung, dass Tim sich da selbst etwas vormacht.
Tim beginnt sofort zu packen. Er möchte die Absturzstelle finden und die Wahrheit herausfinden. Er glaubt, Chang müsse noch am Leben sein, auch wenn er es nicht erklären kann. Der Kapitän versucht, ihn von dieser absurden Idee abzuhalten, doch vergeblich. Am Ende steht er seinem besten Freund natürlich bei. Dies ist schließlich eine Geschichte der Freundschaft. Haddock, der dem Abenteuer abgeschworen hat, findet sich erneut inmitten eines Abenteuers. Nur 2 Tage später landen die beiden in New Delhi in Indien. Hier gibt es einen kleinen Zwischenaufenthalt, den die beiden Abenteurer sehr touristisch verbringen. Für mich sind das besondere 3 Seiten, denn in 1995 war ich für einige Monate in Indien und es ist sehr lustig, die Zeichnungen hier anzusehen, die sehr viel von dem festhalten, was ich auch gesehen habe, inklusive der berühmten Kühe, die eine Straße blockieren. Vor allem aber die bekannten Bauwerke wie das Red Fort oder Qutub Minar oder die Jammu Masjid oder das Gandhi-Denkmal. Hergé lässt sich Zeit und da Tintin fast wie in einem Trancelauf ist, mit einem imaginären Ziel vor Augen, bleibt es Kapitän Haddock überlassen, die Seiten mit Gags zu füllen. Und er dreht dabei alle Ventile seiner Tollpatschigkeit auf. Viele der Gags sind sehr authentisch und haben eine tolle Handschrift, wie der nepalesische Flughafendirektor, der etwas neurotisch mit einem Gummibändchen spielt, während Tim ihn zu dem Flugzeugabsturz befragt. Von Kathmandu begibt sich unsere kleine Gruppe mit Hilfe von Trägern und von Sherpas in Richtung der Absturzstelle. Der Handlungsaufbau ähnelt für viele Seiten dem Ablauf von Der Sonnentempel. Da sind erneut Tim, Struppi und Haddock unterwegs, damals durch die Kordilleren auf der Spur des entführten Professor Beanlein. Dies ist also eine weitgehend lineare Geschichte, die uns durch sich stetig wandelnde Vegetation führt, bis wir schließlich das Reich des ewigen Eises inmitten der Himalayas erleben. Es gibt natürlich Gags rund um Haddocks Trunkenheit, rund um Struppis Trunkenheit, einen unerwarteten Auftritt von Bianca Castafiore inmitten der Himalayas, nein, nicht in Person, sondern in einem tragbaren Radio, das einer der Sherpas bei sich hat. Doch ungeachtet der geladenen Gags und der abenteuerlichen Zwischenfälle entlang der Reise, lässt sich durchaus sagen, dass dies eine deutlich ruhigere Story ist als zum Beispiel der Fall Beanlein oder Kohle an Bord. Die Geschichte ist nicht langweilig, doch sie atmet eine gewisse meditative Atmosphäre, eben die Einsamkeit jenseits der Eisgrenze. Und natürlich ist die ganze Reise visuell extrem reizvoll umgesetzt. Erneut muss man Bob Damore nennen, der vermutlich einen titanischen Anteil dieser teilweise komplexen Zeichnungen erstellt hat. Einige Kommentatoren beschrieben die lange Reise durch die Himalayas als eine traumartige Meditation. Doch in erster Linie ist es ein Abenteuer, das sich Zeit lässt und damit auch ein gutes Gefühl für Distanz vermittelt und für die Mühen, die dort nötig sind, um von Punkt A zu Punkt B zu kommen. All das findet natürlich in großartiger visueller Umsetzung statt. Hergé, der selbst nie in Zentralasien gewesen war, griff gewohnt auf inspirierendes Bildmaterial aus Büchern und Zeitschriften zurück, was heute noch bei einigen der Zeichnungen entsprechend identifizierbar ist. Manche Fotos inspirierten ihn zu ganzen Sketchen und ausgedehnten Szenen. Auf der Seite 23 wird ein nettes Detail offenbart, das man Hergé ruhig hoch anrechnen kann. Es ist das Detail, dass das tibetische Wort für Bier und der Name seines chinesischen Freundes identisch sind, nämlich Chang. Ich hatte seinerzeit einiges an Chang getrunken oder trinken müssen. Die Tibeter sind nicht gerade für ihre allzu edle Braukunst bekannt. Chang wird zwar das tibetische Bier genannt, aber es hat vom Geschmack doch irgendwie mehr mit Wein zu tun. Es ist eine relativ abscheuliche, trübe Flüssigkeit, deren Alkoholgehalt extrem niedrig ist. Ich schätze aber, wenn man immer nur auf 4000 Meter Höhe lebt, ist man vermutlich gut beraten, vom Hochprozentigen die Finger zu lassen. Ich möchte natürlich nicht die gesamte Geschichte nacherzählen, denn vielleicht kennen sie einige noch nicht. Es ist ein herrliches Abenteuer mit interessanten, authentischen Details und typischen, teilweise etwas surrealen Gags Marke Hergé. Hergés Begegnung mit der tibetischen Kultur gelingt hervorragend. Hergé erscheint hier teilweise respektlos, indem er tibetische Priester zum Gegenstand von allerlei slapstickartigen Gags macht. Bob Damore hatte ihn hierbei gewarnt, besorgt darüber, dass hier bereits der nächste Shitstorm auf das Studio Hergé wartet. Doch Hergé wusste, was er tat und hatte, vermutlich auch durch die Lektüre von Alexandra David-Neel und Heinrich Harrer, ein sehr gutes Gespür für die Seele der tibetischen Bevölkerung, die sich nicht immer so ernst nimmt, wie vielleicht angenommen wird. Ich bin sicher, viele tibetische Leser haben sich scheckig gelacht über all die Späße und Albernheiten, in deren Mitte Mönche und Lamas gestanden haben.
Es schlägt auch nie wirklich über die Stränge. Ohnehin denke ich, dass das positive Echo der tibetischen Gemeinde auf dieser Timo-Struppi-Ausgabe viel damit zu tun hat, dass Hergé nicht in die sonst übliche Falle der positiven Diskriminierung fällt. Viele Tibeter sind manchmal etwas müde dieser überhöhten Darstellung, die sie international manchmal erhalten. Sie werden immer als dieses spirituelle Völkchen, das nur aus würdigen Weisen besteht, dargestellt. Ich habe Tibeter gekannt, die wollten einfach nur saufen und durch die Gegend vögeln. Also ich kann aus eigener Erfahrung bestätigen, dass das ganz normale Leute sind wie du und ich. Und viele von ihnen wollen auch nicht anders gesehen werden. Natürlich ist in diesem Heft viel Exotik im Spiel und buddhistische Impressionen. Unsere Begegnung mit der authentischen tibetischen Kultur findet in einem Kloster statt. Das säkulare Tibet bleibt da weitgehend unsichtbar, doch das sehe ich nicht als problematisch an. Die Handlung hat schließlich nur 63 Seiten und die Begegnung mit Tibetern ist darin nur auf einige Seiten begrenzt. Und das Klosterleben war schon immer sehr präsent im tibetischen Alltag. Das hat letztendlich auch damit zu tun, dass die tibetische Kultur zumindest, was Besitz und Vererbung betrifft, eine Polyandrie ist oder es damals zumindest war, also durch eine mütterliche Linie geht. Häufig führte das dazu, dass eine Frau nicht nur einen Mann heiratete, sondern seine Brüder gleich mit. Doch viele der jüngeren Geschwister begaben sich dann lieber in eine Laufbahn als Mönche. Somit ist es kein Klischee, Tibet in erster Linie durch die Brille der Klosterkultur zu zeigen. Diese hatte stets eine sehr präsente Rolle in der Gesellschaft gespielt. Viele junge Tibeter sind auch nur Mönche auf Zeit. Häufig war das die einzige Form von Schulbildung im alten Tibet. Deshalb finde ich Hergés Ausflug in die Welt der tibetischen Klöster durchaus gelungen und es überrascht mich nicht, dass es nie eine ernsthafte Beschwerde seitens der tibetischen Gemeinde gab, was diesen Comic betrifft. Ich glaube nun nicht, dass das unter Spoiler fällt, wenn ich verrate, dass am Ende Tintin seinen Freund Chang findet. Ich glaube, niemand hatte ernsthaft geglaubt, dass dieser Comic als eine existenzialistische Tragödie endet. Das ist doch klar. Als die Serie im Tintin-Magazin im November 1959 ausgelaufen war, begann die Produktion für den belgischen Casterman-Verlag. Hergé hatte schon eine Weile ein eigenwilliges, ausdrucksvolles Cover geplant, das weitgehend nur aus weißer Fläche bestand, um die Atmosphäre der Story zu betonen. Castemont intervenierte da und bestand darauf, dass ein solches Cover zu abstrakt oder zu ominös wäre. So fügte sich Hergé gewohnt knurrend und brachte einige Elemente ins Bild, wie Felsen, Bergrücken und etwas blauen Himmel. So bekamen wir das Cover, das heute fast jeder kennt. Ein Jahr zuvor, beim Beginn der Serie im Tintin-Magazin, hatte Hergé bereits mit dieser Art von Cover-Konzept experimentiert. Dort können wir also etwas von der ursprünglichen Idee, ein sehr, sehr weißes, schneebedecktes Cover zu kreieren, sehen. Das Ende des Jahres 1959 war auch eine Zeit von kleinen Korrekturen. Castemont plante eine Neuauflage fast aller Bände und Hergé nutzte das, um die Wunschbox mit Änderungen ordentlich leer zu machen. In dieses Jahr fällt also zum Beispiel die berühmte Änderung in Die Krabbe mit den goldenen Scheren, die ich damals, als dieser Band besprochen wurde, erwähnte, nämlich die Änderung einiger schwarzer Antagonisten in weiße Antagonisten auf den ausdrücklichen Wunsch des amerikanischen Verlags, der damals Tim und Struppi lizenzierte. Auch gab es allerlei Mini-Korrekturen kreuz und quer, überwiegend gesammelt durch Leserbriefe. Bereits damals war die Leserschaft also sehr aufmerksam und detailversessen. Für Tim in Tibet gab es im Gesamten nicht so viel zu ändern. Die wenigen Beispiele hatte ich eingangs erwähnt. Philippe Godin erwähnt, dass ein Leser des Tintin-Magazins Hergé auf die Schuhsohlen der Bergstiefel aufmerksam machte, woraufhin Hergé hier einige winzige Korrekturen vornahm, um authentischer zu sein. Zum Abschluss müssen wir natürlich auf die politische Dimension eingehen und damit auf Tibet und China. Als jemand, der durch seine einschlägige Vergangenheit niemals ein gültiges Visum in die Volksrepublik China kriegen wird, komme ich nicht umhin festzustellen, dass die Besetzung Tibets durch die kommunistischen Chinesen eine der großen Abscheulichkeiten des 20. Jahrhunderts ist und ein Sachverhalt, bei dem die Han-Chinesen nicht nur jegliches Gesicht verloren haben, sondern auch ein Sachverhalt, der an allen Ecken und Enden vor Heuchelei und Lügen der terroristischen Besatzer trieft. Heute gilt die ursprüngliche tibetische Kultur zu gewissen Teilen als zerstört und ausgelöscht, zumindest soweit die zentrale Region um Lhasa betroffen ist. Dass dies nicht wirklich der Fall ist, verdanken wir nicht so sehr der Großzügigkeit der Chinesen,
die nur deshalb Teile des alten Tibets verschont haben, um dort heute für neurotisch übertriebene Geldbeträge Touristengruppen hindurchzukarren, streng beobachtete Touristengruppen. Dass wir heute noch weitgehend eine lebendige tibetische Kultur auf dieser Welt besitzen, verdanken wir lediglich der Tatsache, dass es außerhalb von Tibet schon immer Gebiete gab, die dem tibetischen Extremart verwandt waren, vor allem Ladakh, Sikkim und Bhutan. Und dass es heute eine große Exilgemeinde in Indien gibt, allem voran in Dharamsala, aber auch im Süden bei Mount Gott. Dass Hergé hier keine politische Story schrieb, welche die Chinesen sogleich verboten hätten, wird im Nachhinein als ein Geniestreich gedeutet oder als ein Akt der Ignoranz. Die Wirklichkeit ist wohl eine andere. Und doch erstaunt es, wie Hergé schon wieder ein perfektes Timing besaß, sei es durch Zufall oder Absicht. Dies konnte man ja schon bei Der blaue Lotus beobachten, noch mehr aber bei König Ottokars Zepter. Als im Herbst 1958 Tim in Tibet im Tintin-Magazin zu erscheinen begann, war Tibet noch nicht im Mittelpunkt der Berichterstattung. Hergés Motivation, eine Geschichte über Tibet zu machen, entstammte tatsächlich einem jahrealten Interesse und reflektierte eher Bib Oeuvelmans Vorschlag, eine Story über den Yeti zu zeichnen. Zu jener Zeit war Tibet bereits eine umkämpfte Region und für Außenstehende recht undurchsichtig. Einerseits gab es längst eine Militärpräsenz der Chinesen in Lhasa, doch galt gerade die Region Kham, Heimat der Kampas, als sehr umkämpft. Die Chinesen waren zwar mit Panzern und großer Armeehardware nach Tibet gerückt, doch da das Land keine Straßen besaß, musste alles an der Grenze stehen bleiben. Die Kampas kontrollierten weite Teile ihrer Heimat und machten der chinesischen Armee einen Strich durch die Rechnung. Insbesondere der Chushi Gangdruk war eine Freiheitsgruppe, in der Diktion der Chinesen waren es natürlich Terroristen, die sehr erfolgreich das Vorrücken der Chinesen bremste. Das hatte auch viel damit zu tun, dass der amerikanische CIA die Rebellen mit Hardware und Training versorgte. Wer mal diese wenig beleuchtete Geschichte Tibets näher erkunden möchte, dem empfehle ich das Buch Tears of the Lotus des ehemaligen CIA-Agenten Roger E. McCarthy. Am 10. März 1959, also in jener Zeit, als Hergé bereits 40% der Handlung im Tintin-Magazin veröffentlicht hatte, brach in Lhasa eine Revolte gegen die Militärpräsenz der Chinesen aus. Der sogenannte Tibet-Aufstand von 1959 wurde brutal niedergeschlagen. Hierbei gab es fast 90.000 Tote. Tausende davon bei demonstrativen öffentlichen Erschießungen, die noch Tage und Wochen darauf von den Chinesen veranstaltet wurden. Tenzin Gyatso, der junge 14. Dalai Lama, floh damals in das indische Exil, dort lebt er bis heute. Dies war also ein unglaubliches Timing für Hergés Geschichte, denn plötzlich, während Tim in Tibet jede Woche erschien, war Tibet in den Schlagzeilen. Die Massenhinrichtungen von Mönchen war etwas, an dem die Weltpresse nicht vorbeikam. Hergés Geschichte reflektiert all das nicht, und das ist vielleicht auch besser so. Der einzige Chinese in dieser Story ist Chang, Tintins verschollener Freund, den der belgische Reporter retten möchte. Die Handlung wird somit zu einer entwaffnenden Botschaft des Friedens und keine politische Provokation. Die Tibeter im indischen Exil liebten diesen Band vor allem deshalb, weil er augenzwinkernd jedoch nicht paternalistisch ihre Kultur präsentierte, doch zugleich auch ein Tibet zeigte, in dem die Besatzer nicht existierten. Dies war besser als Der blaue Lotus Teil 2 zu produzieren. Und für die Chinesen war dies ein Band, den sie einfach nicht guten Gewissens verbieten konnten, da hier keine politische Provokation bestand. Natürlich würden sie ein solches Heft nicht publizieren, doch sie hatten keine Veranlassung, um ihre dauerbeleidigten diplomatischen Noten zu versenden, mit denen sie seit 70 Jahren jede Nation dieser Welt nerven, die es wagt, etwas gegen die Besatzung zu sagen. Als in 2001 dieses Heft endlich in China erschien, veränderte man den Titel auf Tim im chinesischen Tibet. Da platzte den Belgiern endgültig der Kragen. Nun konnten sie die Chinesen nach deren eigenen Spielregeln gängeln und rissen einen internationalen Protest vom Zaun, der dazu führte, dass die Chinesen den eigentlichen Titel wiederherstellten. Vorweg möchte ich unumwunden zugeben, dass bei diesem Band meine Auswahl der beliebtesten Paneele extrem unoriginell ausfällt und sich an genau jenen großflächigen Vistas orientiert, für die Tim in Tibet so bekannt ist. Ich werde hierbei also den Pfad des Offensichtlichen betreten. Bild Nummer 1: Tim und Haddock in Kathmandu. Tim sagt hier zu Haddock: Hier ist der große Tempel. Das ist natürlich eine starke Vereinfachung durch Hergé, der den Indien- und Nepal-Aufenthalt so kurz wie möglich halten wollte, galt es doch, die Handlung ins Gebirge voranzutreiben, also Richtung Tibet.
Deswegen musste ich ein wenig in die Literatur abtauchen, um festzustellen, welchen Tempel Erge hier eigentlich meint. Denn Kathmandu besitzt dutzende Pagoden und Tempel. Seine Zeichnung ist sicherlich einer echten Vorlage nachempfunden, stimmt aber nicht 1:1 mit einem realen Tempel überein. Ich gehe aber davon aus, dass hier die zentrale Pagode der großen Pashupatinath-Tempelanlage als Inspiration gedient hat. Bild Nummer 2. Auf der Seite 28, noch nicht einmal in der Mitte der Geschichte, erreichen unsere Abenteurer das Wrack der abgestürzten Passagiermaschine. Dies ist natürlich der große Klassiker aus dem Tibet mit unseren Protagonisten als kleine Punkte im Hintergrund. Hier spürt man förmlich den gefrorenen Schnee unter den Bergschuhen knirschen. Ich bin übrigens zuversichtlich, dass dieses gesamte Bild von Bob de Moor gezeichnet wurde. Die Sache mit dem Wrack war nicht ohne Probleme. In der Erstversion im Tintin-Magazin hat die Seitenflosse des Flugzeugs das Logo der India Airlines. Und auch am Anfang der Geschichte, als Haddock Tintin den Zeitungsartikel zeigt über den Absturz in Nepal, wird im Artikel die Indian Airlines erwähnt. Als dieser Abschnitt im Tintin-Magazin erschienen war, gab es eine satte Beschwerde seitens der echten India Airlines, die zu diesem Zeitpunkt belegen konnte, dass noch nie eine ihrer Maschinen abgestürzt und dies somit eine skandalöse Verunglimpfung war. Die Angelegenheit war auch deshalb etwas bitter, weil Hergé relativ kurz, bevor er an der Arbeit an Tim in Tibet begonnen hatte, vom Direktor der Air India ein sehr umfangreiches Dossier über die Airline bekam, voller Imagefotos, die Hergé dann auch als Vorlage für einige sehr gelungene Flughafenzeichnungen dienten. Hergé reagierte prompt und änderte dieses Detail für den Custom-Band in die fiktive Sari Airways, so eine Art Vorläufer von Oceanic Airlines, um die Wogen zu glätten. Wobei Hergé hierbei sarkastisch angemerkt haben soll, dass bei der unübersichtlichen Anzahl an neuen asiatischen Airlines nicht auszuschließen sei, dass es irgendwo tatsächlich eine Sari Airways gibt. Bild Nummer 3, mein dritter Favorit, ist eigentlich etwas gemogelt, denn es handelt sich um drei Bilder, eine Art Triptychon. Es ist ein Beispiel für Hergés cinematografische Herangehensweise. Die drei Bilder zeigen eine kontinuierlich verlagerte Perspektive, die man in jenen Jahren im Kino zu entdecken begann, insbesondere in den visuell reizvollen Filmen von Alfred Hitchcock, den Hergé so schätzte. Unser Auge wird hier zu einer Kamera. Interessant ist dabei, dass die virtuelle Bewegung zwischen den drei Paneelen nicht durch eine schwenkende Kamera auf einem Stativ erreicht werden könnte, sondern ausschließlich durch eine Kamera, die eben auf einem Dolly-Jib sitzt und lateral von rechts nach links fährt, während die Protagonisten sich von uns wegbewegen. Hergé mochte bereits 30 Jahre zuvor damit experimentiert haben, wie man innerhalb von Comics-Paneelen das Konzept der Zeit umsetzen kann. Darin war er ein Pionier. Hier an dieser Stelle ist seine Meisterhaftigkeit sichtbar und natürlich die seiner Mitarbeiter. Ich gebe diesem Band ohne Bedenken 5 Sterne. Es mag natürlich sein, dass dies ein Heft ist, das nicht alle Zutaten besitzt, die normalerweise zu dem Rezept eines perfekten Tim und Struppi Bands gehören, also Schulzes, Schloss Mühlenhof, die Straßen von Brüssel oder eine ominöse Verbrecherbande. Doch auf der Suche nach Originalität und Verjüngung hatte Hergé allen anderen Ratschlägen zum Trotz auf genau das richtige Pferd gesetzt und zusammen mit Bob de Moor und Jacques Martin ein weiteres Meisterwerk erschaffen. Tim in Tibet, die Nummer 20 oder Nummer 19, da häufig die erste Geschichte nicht mitgezählt wird, wurde von Hergé selbst als sein Lieblingsband bezeichnet und löste damit das Geheimnis der Einhorn ab. Hergé selbst schrieb bei mehreren Anlässen, dieser Band sei eine Ode an die Freundschaft unter dem Zeichen von bedingungsloser Beharrlichkeit zugunsten dieser Freundschaft. Hergé hatte bereits begonnen, von seinen Neuerscheinungen handnummerierte Deluxe-Editionen herauszubringen, deren Preis heute vermutlich astronomisch wäre. Die Nummer 1 ging an König Baudouin, weitere Ausgaben wurden unterschiedlichen Mitgliedern in der Verwaltung von Schloss Laeken geschickt, aber auch den Mitarbeitern des Tintin-Magazins Raymond Leblanc, den Leitern von Castermont. Eine Ausgabe ging an Hergés Vater, der damals 78 Jahre alt war. Die handschriftliche Widmung lautete: Für meinen jungen Vater von seinem alten Sohn. In jenen Wochen, als Tim in Tibet in den Buchläden erschien, verließ Hergé auch endgültig seine Frau Germaine und zog mit Fanny zusammen. Um ihn herum schien ein neues Zeitalter anzubrechen.
die Moderne, die 60er Jahre. Und die kommenden Timus Struppi-Bände würden es alle auf die eine oder andere Art reflektieren. Dazu aber beim nächsten Mal. Macht's gut.